mach ich nicht. So sieht's aus. Letzte Frage hier. Und zwar: Ey, bis jetzt sehr, sehr geiler Talk, gefällt mir. Vor allem solche Thematiken, dass die das ansprechen, finde ich gut, weil darüber wird viel zu wenig gesprochen. Die meisten knallen sich wirklich viel rein und, so wie schon gesagt, sorgen sich gar nicht um ihre Gesundheit. Der Onkel ist ruhig. Onkel kommt gleich, der ist noch im Kasten, der ist wieder am Kasten beschäftigt. Deshalb. Und zwar darf die mir Markus stellen. Das wäre mal deine Frage an mich. Was, ich meine, du verfolgst mich ja seit irgendwann und hast dir irgendwann gedacht, hey. Geil, also jetzt drehen wir den Spieß um. Markus stellt dem Urs eine Frage. Ich bin gespannt. Der ist ganz okay. Was interessiert dich? Ich sehe viele Parallelen. Ja. Dich als junger Mensch und mich als junger Mensch. Ist mir auch nämlich aufgefallen, jetzt Zeit, wo wir geredet haben. Ja. Ich meine, wir haben uns ja jetzt nicht gekannt und je mehr wir uns so ein bisschen kennenlernen, auch mal schreiben und so, wir sind schon sehr, sehr gleich von der Art her. Das ist auch einer der Gründe, warum ich das Video mit dir mache. Du weißt, wie ich tick. Ich bin kein Stinker, aber ich bin auch... Ich wollte jetzt was sagen, aber ich tue es nicht. Ich bin kein Stinker, aber... Oh, nein, Ruhe. Keine Social-Media-Nutte, die mit jedem hier ist. Du hast nur mit zwei Leuten. Boah, Social-Media-Nutte auch noch. Ich kenne jemals was gedreht. Und eben. Und ich mag Menschen, mit denen ich mich auf einer Ebene bewege. Nicht nur sportlich, das ist mir eigentlich egal, aber mental und vom Intellekt her. Und das sehe ich bei dir. Und du bist so jung, bist schon geistig so weit und hast die Ernsthaftigkeit deines Seins schon entdeckt, dass ich da... Danke, Marco. Ich war nicht so weit im Alter, das sage ich dir. Deswegen finde ich super. Und du wirst deinen Weg gehen, das habe ich dir schon gesagt. Ja, der Urs ist jetzt innerhalb von einem Jahr so krass durchgestartet. Er ist schon eigentlich, nicht eigentlich, er ist ein weltweiter Superstar, was Bodybuilding angeht. Ne? Und das hat er, ich denke mal, keiner aus Deutschland hat das in so kurzer Zeit so krass erreicht, geschafft wie Urs aktuell. Klar, kein Open Bodybuilding, spielt aber keine Rolle, sondern... Classic Physik. Überleg mal, er stand letztes Jahr neben dem Mr. Olympia im Vergleich in der Top 5 von Mr. Olympia, neben Chris Bumstead. Das in so einer kurzen Zeit, ein Jahr in seinem Profidebüt, holt er sich einen Pro-Show-Sieg, qualifiziert sich und wird Vierter bei Mr. Olympia. Das hätte ich im Leben nicht gedacht. Ich habe Urs kennengelernt da in der Profisaison. Da hatte ich meinen Wettkampf und er hatte sein Profi-Debüt auf der Dennis James. Und ich habe auf der Dennis James meinen Wettkampf gehabt. Da haben wir uns das erste Mal kennengelernt, gequatscht. Und das war gerade mal 2019, überleg mal. Ja, und Dritter bei den Arnolds wurde der auch. 2019 und zwei Jahre später macht er sowas. Wisst ihr, was ich meine? In kürzester Zeit haut eine Off-Season hin und steht einfach auf der Mr. Olympia. Die Mr. Olympia ist im Dezember. Bei Insta Live, und ich bin keiner, der hier Scheiße labert. Nee. Bin fest davon überzeugt, dass du deinen Weg gehen wirst. Und wenn ich eine Frage habe oder eine Vermutung, ich glaube nicht, dass der Urs, auch wenn ich jetzt wieder böse Blicke kriege, mit 101 Kilo, was sein Potenzial betrifft, ausgeschöpft sein. Die hat einfach, Alicia hat gar keinen Bock auf dieses. Urs in der offenen Klasse, die hat gar keinen Bock auf diese Thematik. Sehr, sehr krass. Würde. Wobei ich immer die Frage stelle, wäre es besser, wenn er schwerer wird? Und das weiß ich nicht. Es gibt Athleten, ne? Die werden, je schwerer sie werden, je schlechter werden sie. Und schlechter tatsächlich, ja. Und das ist immer das, was ich mir... Brokkoli erinnert hat, danke dir für den Support. An deine Stelle mich... Und danke für über 500 Zuschauer hier nach 50 Minuten. Wahnsinn, Freunde. Sehr, sehr cool. Danke euch. Fragen wird. Ich an mich selber. Ja. Wo will mein Weg hin? Wenn ich jetzt einen Olympiatitel gewinne, als Classic, mit 101 Kilo, da würde ich einen Teufel tun, dann wird ein Schwergewicht gehen. Wenn ich aber das Potenzial habe, so zu wachsen, wie ich die letzten zwei Jahre habe, du hast fast 10 Kilo drauf gebaut jetzt, zweieinhalb Jahren. Und du bist so jung. Das ist nicht das Ende der Fahne. Ich glaube nicht, dass sie das Gewichtslimit in der Classic anpassen, mein Lieber. Glaube ich nicht. Die Frage musst du dir stellen, nicht ich dir. Markus will doch einfach nur eine Woche mit mir in Vegas einen drauf machen. Auch das. Nein, das ist immer echt ohne Scheiß. Nee, ich verstehe dich da voll. Es gibt ja Athleten, die sind allein vom Knochenbau, vom Körperbau genetisch am Ende. Das siehst du jetzt schon.
nennen keine Namen, aber nee. Die sind jetzt schon schwer und du siehst, jetzt werden sie nur noch kantig und eckig. Du musst noch mega viel fressen, wie du es vorher angesprochen hast. Ja, da wird der Bauch dick und die Taille wird breit und der Rest wird eigentlich nur scheiße. Das ist bei dir noch lange nicht der Fall. Du hast zugenommen, deine Taille ist sauschmal, du wirst immer breiter oben rum. Du hast eine V-Form des Grauens, ne? Das V steht nicht für Vajus. V-Form des Grauens. Geil. Das ist der heilige Gral, schreibt dir einer. Ach, geil. Da stehen eigentlich für die V-Form, wo das ist, wie Vitek. Digga, die Freundin von Urs würde jede Pokerrunde gewinnen. Ey, die Kommentare im Chat sind echt manchmal so geil. Hammer. Und das ist das, wo ich denke. Weißt du, was ich halt auch interessant finde? Wir sind ja gerade die erste Generation Classic Physik. Ja. Wird es da jemand geben? Ich glaube auch, der Chris ist so gerade in der Ding, wie du schon sagst, so hört der jetzt dann auf mit dem Sport, ohne jemals halt mal bei den ganz dicken Jungs da wenigstens immer einen Start gemacht zu haben. So. Ich sehe es immer. DLZG, du schaust gerade das Posi-Battle, ich habe es noch nicht gesehen, wir gucken das im Anschluss zusammen hier im Stream. Bleibt alle dran, gleich kommt das Posing-Battle mit meiner Wenigkeit und Janis Lukas. Ich bin echt nervös, Alter. Immer beim Flex Lewis, der von der 212 eigentlich ein Schwergewicht war. Ich weiß vom Flex. Weil dann hörst du auf und dann weißt du halt nie so, hey, bei dir weiß man, okay, du hast alles gegeben, du warst 150 Kilo schwer, mehr wäre nicht gegangen. Er war der massivste Mensch der Welt, massivste Bodybuilder. So, Alicia hat keinen Bock mehr, sie verlässt den Chat. Der Welt stand neben Ronnie Coleman und hat den in der Most Muscular schmal aus. Schnauze voll, ich muss los, Brudi, ciao. Nightrunner, danke dir fürs Abo, Mann. Sehr, sehr cool. Sehen lassen in der Challenger Round. Ja. Und da kann man so sagen, ah ja gut, hat vielleicht kein Olympia gewonnen, aber kann man sagen, ja, ey, ich habe alles aus der Scheiße rausgesaugt. So. Was ist der Ursprung eines Bodybuilders? Ja. Maximal. Na? Ja, schon. Und ich weiß ja, dass du das geil findest. Ja? Freunde, ich hole mir ganz kurz was zu essen, zu trinken und bin sofort wieder da. Video läuft natürlich weiter. Ja. So, es gibt ja auch Athleten, die finden das nicht geil, nicht weil sie es nicht geil finden, sondern weil sie es nicht können. Hm. Die sind einfach genetisch in dem Potenzial. Weil sie aber keine Genetik haben. Dass sie sagen, ich will ja nicht mehr. Ja gut, die können ja auch nicht mehr. Ja, schon. Das ist immer die Frage, ne? Weißt du, wenn ich einen fetten Arsch habe, sage ich, ein fetter Arsch gefällt mir. Warum? Weil ich keinen dünnen habe. Ja. Oder weil ich keinen dünnen kriegen kann. Kriegen kann, ja. Aber wie wird ein Urs aussehen mit 110 Kilo? Hart auf der Bühne, ja. Eben. Bei den Proportionen. Mhm. Die Frage musst du dir irgendwann stellen, nicht heute, nicht morgen, nicht in 2-3 Jahren. Naja. Aber spätestens in 3-4 Jahren, wenn du deinen Titel gewonnen hast in Olympia, dann wirst du spätestens in 2-3 Jahren haben. Dann musst du dir die Frage stellen, was mache ich jetzt? Das ist der spannende Weg, den du vor dir hast. Und das ist die Challenge. 5 Jahre rein in den Keller, in Markus. Warum sind die zwei Partnerinnen überhaupt im Video? Hätte man sie wenigstens mit eingebunden? Schwer, so ein Vierergespräch sieht man auch oft an Podcasts mit vier Leuten, da entsteht oftmals so eine Unruhe, jeder redet dazwischen, aber ich finde es gut, die Frau von Markus hat ein paar Mal was gesagt, Alice jetzt nicht, aber Alice war in dem anderen Video dabei. Wenn die eingebunden wären, wäre es schon cool, aber schwer, ne? Schwer, schwer. Ist er im Haus? Nee, ab dafür, schmeißt nur das Essen runter und sagt, wie es zu laufen hat. Und dann aber du machst dich in die Brille. Sie geht den Stoff entsorgen, damit er nicht mehr wächst, ey. Du wächst ja ohne, dass du irgendjemand hast. Ja, du hast deinen Coach an deiner Seite, der dich gut entschlüsselt hat. Ja. Also sagst du ja läuft selber doch. Das. Ja. Also never change a running system. Es ist ja auch ein Marathon, wie du sagst, wie viele andere sagen. Das ist ja nichts. Ja. Was ist für dich das Schlimmste? Muskeln einzubüßen. Hm. Das musste irgendwann. Ja, man sieht es dann halt auch erst, wenn das Problem vor der Tür steht. Dann so. Man macht sich jetzt schon so seine Gedanken mal. Wäre ja auch gelogen, wenn nicht, aber so. Man lebt ja auch dann von Tag zu Tag, so von Woche zu Woche. Du frisst wie ein Bodybuilder, du trainierst wie ein Bodybuilder. Ist doch ein Bodybuilder. Ist er kein Bodybuilder, weil der Classic ist, oder wie? Man ist ja auch Bodybuilder, also das ist ja. Und das ist immer die Frage, was halt. Richtig. Das ist eigentlich die Klasse Classic Bodybuilding. Ja. Was heißt das? Könnte man jetzt auch wieder 3 Stunden. Ich finde das ganz schwierig, Classic Bodybuilding an Gewicht auszumachen. Mhm. Arnold hat wie viel gewogen? Weil es heißt, die Classic Bodybuilder sind eigentlich so von den 70er Jahren.
Aber jetzt hat sich's auch schon verändert. Siehste? Jetzt bringt man die Härte von den frühen 90ern. Also von einem, warum? Von dem Yates. Ja, aber weißt du warum? Weil die Leute immer mehr Muskeln kriegen, weil sie sonst in ihr scheiß Gewicht reinkommen. Also wenn die Jungs automatisch immer härter. Ja. Aber eigentlich ist das nicht der Ursprung der Klasse. Mhm. Die Ursprung der Klasse, und so werden auch die Posen gemacht mit der Vakuumpose etc. etc. Mhm. Die klassischen Posen vom Arnold. Ja, aber der Wichser hat ja auch 110 Kilo gewogen. Jetzt guckst du dir aber die Man... Arnold, der Wichser. Ey, ganz ehrlich, ich finde, Posing kann man ganz leicht... Posing Classic kann man ganz leicht definieren. Ich finde, man sollte auch Leute abwerten in Classic Physik, die einfach nicht klassisch aussehen, beziehungsweise keine schöne Linie haben, keine schmale Taille, keinen weiten Lat. Wisst ihr, was ich meine? Oftmals sieht man Leute in der Classic, die gewinnen Wettkämpfe, auch Amateurwettkämpfe, die aber null nach Classic aussehen, die sehen aus wie Bodybuilder. Genau, da fehlt die Ästhetik, da fehlt die Symmetrie, die sind oftmals verbaut, aber dennoch gewinnen die eine Pro-Card oder gewinnen die gesamte Show. Ich finde, das sollte man sollte nicht nur auf Härte gehen, Muskelmasse, sondern auch wirklich Ästhetik und Posing. So, und das ist bei den Amateurshows oftmals, wird das vernachlässigt, finde ich. Physikern. Eben, bestes Beispiel, Regan Grimes, war eine Zeit lang in der Classic, dachte, er wird dort was reißen, was packen. Regan Grimes ist ein Null-Classic-Athlet, der ist ein brutaler Bodybuilder, aber kein Classic-Physik-Athlet. Da gibt es einige Namen, die wir nennen könnten. Die haben keine Beine eben am Körper, aber wiegen 110 Kilo hart, überlegt. Das sind Raumschiffe, die stehen neben mir, die sind so... Ja. Da denkst du dir, was ein, hat was das ein Beachboy, den du im Urlaub am Strand siehst? Ah ja, das stimmt. Ja, der Klasse. Also ich glaube, da ist schon wieder... Flo VHM, danke dir fürs zweimonatige Abo, mein Lieber. Zweiter Monat am Start, danke. Ja, der Zaubertrank reingefallen. Da ist schon wieder der IFBB irgendwann in Boote von geschwommen, wo sie nicht gesehen haben. Und das ist halt eben die Entwicklung, wo entwickelt sich die Klasse jetzt hin? Also was wird es irgendwann geben? Das gebe ich der Brief und Siegel. Es wird irgendwann Schwergewicht Classic Bodybuilding geben. Glaubst du? Ja. Ja. Die können doch die Leute, wie willst du? Glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, also wäre cool, aber ich glaube, die lassen einfach Classic und die lassen Open. Aber was ich denke, ist, dass, weil man sieht es ja schon jährlich, dass die Classic immer mehr an Fame gewinnt, beziehungsweise an Fans. Die Leute schauen sich aktuell lieber Classic an als die Open, wobei ich auch die Open aktuell ziemlich scheiße finde. Nicht scheiße, aber scheiße im Vergleich zu früher. Früher war es viel geiler, viel interessanter, viel geileres, dieses Battlen zwischen jahrelang, zwischen zwei Athleten, Kai Green, Phil Heath und solche Sachen. Das fand ich immer geil. Gibt's aber leider nicht mehr. Wie willst du das limitieren? Ja. Wie willst du das limitieren? Oder glaubst du, die setzen das peu à peu hoch? Wäre das Beste für dich. Ja. Nicht, weil du dadurch mehr, du könntest einfach befreiter wieder deinen Sport machen. Definitiv. Wenn ich ja sehe, wie der Ansley, der Brian, der trinkt da 48 Stunden nichts, der kommt so zur Abfrage. Und da sind wir wieder beim Thema. Wenn ich jetzt verbannt wäre, ich muss ja auch prophylaktisch im Sinne der Gesundheit denken, der Athleten. Ja. Und ich weiß doch jetzt als Jim Mannion, was da gespielt wird. Und dass es wieder in eine Schiene geht, bis wieder einer komplett hier vom Kreislauf kollabiert, auch weil er sich so entwässert, um in die scheiß Klasse zu gehen. Und sich dann wieder so hochfrisst im Offladen, dass er dann, wie schwer war es denn da auf der Bühne, 103, 104, also sogar 101 Kilo. Ja. So, also, ist das gesund für den Organismus? Ja, weniger. Da bin ich wieder im Thema, ich muss doch auch eine Prophylakte oder eine ethische Verantwortung für meinen Athleten haben, der da oben steht. So würde ich als Verband denken. Und was wäre die einfachste Lösung? Da hatten wir doch letztes Jahr einen fetten Skandal. Ich weiß nicht wer, aber es gab einen Vorbereiter, der hat eine Frau... eine Profi, ich glaube Figurathletin war es, so heftig mit Diuretikern entwässert, dass die tatsächlich ums Leben gekommen ist. Richtig krass. Am Wettkampf oder kurz davor ist sie kollabiert und verstorben. Rest in Peace an der Stelle. Sehr, sehr schade darum, weil ich finde, da geht wirklich die gesamte Verantwortung, kann man den Coach in die Schuhe schieben für diese Scheiße, die da passiert ist. Da kann der Athlet nichts für, weil wofür holt man sich denn einen Coach? Um genau das zu machen, was er dir sagt, damit man keine Fehler macht, damit man alles richtig macht und damit man das Beste rausholt. Und man hört natürlich auf den Coach. Und wenn dann so eine Scheiße gemacht wird, genauso wie Milos Sarchev,
Milos Zarchev, brutaler Bodybuilder der 90er, 2000er noch, der frühen. Brutaler Bodybuilder. Bereitet vor, Digga, wenn ihr euch die Stoffpläne von dem reinzieht. Da gibt es Sachen, die 90 Einheiten Insulin rapid am Tag, vor jeder Mahlzeit 15 Einheiten und so eine Scheiße. Da ist schon der ein oder andere Kollege im Krankenhaus gelandet. Und was passiert dann? Ja, Blutdrucksenker und weiterschießen. Völlig krank, Digga. Völlig krank. 90 Einheiten Inso. Lösung, weißt du was? Entweder wir machen zwei Klassen, mit der Größe oder dem Gewicht. Ja. Jetzt hast du 1,78 Meter, 79. Natürlich eine andere Chance, anders auszusehen mit 110 Kilo, wie so ein kleiner Stoppelhopser mit 1,70 Meter. Ja. Ja. Kleiner Stoppelhopser, Alter. Ich finde das schwierig alles. Ja, aber interessant auf jeden Fall. Ja. Wir schauen, wie es sich entwickeln wird. Eben. Ich glaube, wir haben gute Themen besprochen. Hat mir richtig gut gefallen, Markus. Schön. Danke dir nochmal auf den ganzen Tag. Sehr gern, sehr gern. Lange Zeit haben wir zusammen gehabt. Ja, war cool. Also, ja, Markus, super Typ. Auch wirklich mich hier in seine Privatwelt reinzulassen, die noch so privat ja, die wohl keiner so sonst sehen darf, ist auch echt cool. Die Ausstattung, sage ich schon, die Einrichtung von Markus Rühl ist so richtig aus Blockstyle. Richtig auf Russland angelehnt. Diese Russen, Polen, so, die ein bisschen Knete haben, die machen alles so schön weiße Möbel, oben so ein bisschen Kronleuchter und so. Korrekt. Und da sagen wir, denke ich, alle Danke zusammen. Sehr gern. Und hoffentlich nicht das letzte jederzeit Mal. Jederzeit wieder. Nein, jederzeit. So sieht's aus. Also. Und dann muss man nach Berlin kommen. Und ein bisschen Urlaub machen. Freunde, macht's gut. Ciao, ciao. Ich esse weiter. Ja. Guten Appetit, Urs. Das war das Video mit Markus Rühl und Urs. Sehr, sehr geil. Hat mir gut gefallen. Viele Einblicke, viele private Einblicke. Freunde, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da und einen Daumen nach oben. Würde mich sehr, sehr freuen. An dieser Stelle auch einmal eine kurze Werbung für meinen Twitch-Kanal. Den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr mir auch gerne auf Twitch folgen. Wir werden wöchentlich öfter live gehen. Und falls ihr mich noch supporten wollt, ihr wisst Bescheid. powerstage-germany.de für die besten Supplements. Da kassiert ihr mit meinem Rabattcode William auch den besten Rabatt. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.